Suchen Sie, ob Sie etwas haben, was Sie bezeichnen als meine größte Schwäche, mein schlimmster Fehler, mein größtes Problem. Sollten Sie so etwas haben, müssen Sie ganz, ganz hellwach werden. Ich hatte so etwas, ich habe im Alter von 13 Jahren begriffen, dass meine größte Schwäche war, weil ich so viel geredet habe. Das war ganz, ganz schlimm. Das heißt, wenn ich Leute kennengelernt habe, und so 13 bis 20 ist ja die Zeit, wo man tanzen geht, auf Partys rumhockt, Leute kennenlernt, habe ich entweder spontan geredet und bin dann mit furchtbaren Schuldgefühlen heimgefahren, weil ich wieder mal so viel geredet hatte, furchtbar, bin schlimm, oder aber ich habe verbissen geschwiegen den ganzen Abend und dann hat mich auch keiner akzeptiert. Das heißt, da haben sie mich nicht akzeptiert. Wenn ich geredet habe, haben sie mich sogar akzeptiert, aber das habe ich viel später erst erfahren, weil das ja meine schlimmste Schwäche war. Und habe dann eben nichts gesagt, so nach dem Motto, meine Schwäche bekämpfen, ne? Selbstdisziplin. Und dann haben die Leute mich nicht akzeptiert. Was ich verborgen habe, wussten sie nicht, aber dass ich was verberge, haben sie ja gemerkt und das haben sie halt gespürt und sich zurückgezogen. Und als ich ungefähr 21 war, habe ich ein Gespräch in Amerika geführt. Und das ist auch ein Trick, den ich Ihnen raten möchte. Suchen Sie sich Coaches. Und zwar Coaches zum gegenseitigen sich coachen. Suchen Sie im Freundes- und Bekanntenkreis. Notfalls gehen Sie auf 3 Volkshochschulkurse. Da lernen Sie Gleichgesinnte kennen, die in Ihrer Gegend wohnen. Wenn der Kurs gut ist, haben Sie Glück gehabt, aber Sie lernen da die richtigen Leute kennen, damit Sie Gesprächspartner haben. Und der eine ist eben gut im Singen und der andere ist gut in sonst was. Und man kann sich gegenseitig coachen, brauchen Sie nicht viel Geld ausgeben, außer Sie wollen in die Top 10. Dann müssen Sie irgendwann einen Profi-Coach haben. Aber zunächst einmal suchen Sie jemanden, mit dem Sie über sowas reden können. Dieser Mensch, nehmen wir an, Sie haben irgendeine Schwäche und ich habe eine. Und bei mir ist es eben das. Jetzt ist er neutral mir gegenüber bei meiner Schwäche, wo ich nicht neutral sein kann und vice versa. Und so ein Gespräch habe ich geführt in Amerika mit einem Herrn, dem ich dann mein Leid geklagt habe, meiner größten Schwäche. Und dann hat er mir Dinge gesagt, die mein ganzes Leben verändert haben. Er hat gesagt, liebe Vera, wenn du jahrelang gegen etwas ankämpfst, ist es wahrscheinlich Teil deines genetischen Potenzials und drum wirst du es nicht los. Und wenn du es loswerden tätest, hättest du einen Teil deiner Persönlichkeit über Bord geworfen. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Zweitens hat er gesagt, ich wette, es waren andere Vielredner, die dir das vorgeworfen haben. Und natürlich war es so. Denn die großen Schweiger sind ja froh, sagt er, um einen Gesprächspartner wie dich, sonst könnt ihr euch ja gegenseitig anschweigen. Die werden dir das nicht zum Vorwurf machen. Und ich habe zurückgedacht und natürlich waren es viele Redner. Wir sehen ja immer uns, Sie erinnern sich, der Filter, der ich heißt. Und wir werfen anderen das vor, was wir an uns nicht wahrhaben wollen. Also haben die mir das vorgeworfen, weil ich ihnen quasi ins Wort gefallen bin. Weil sie gerne selber was gesagt hätten, wieder mal. Drittens hat er gesagt, bist du fähig, frei zu formulieren, darum beneiden dich viele Menschen. So hatte ich das noch nie gesehen, war doch meine schlimmste Schwäche. Kann ich doch nichts Positives dran sehen. Aber der Objektive, der andere kann das. Wenn wir noch über seine Schwäche reden, dann hat er Probleme zunächst. Drum muss man sich gegenseitig helfen. So hatte ich das noch nie gesehen. Sie sehen, ich habe Konsequenzen draus gezogen. Heute zahlt man mir viel Geld dafür, dass ich rede. Natürlich habe ich mich dann bemüht, was zu sagen, was Leute auch hören wollen. Das ist dann das mit Inhalt füllen. Aber das ist ein ganz wesentliches Element. Jetzt sagen Sie vielleicht, nun ja, ich bin der große Schweiger. Da kann ich ja nicht so leicht einen Beruf draus machen. Sag ich falsch. Erstens einmal, wofür bezahlt man Psychiater? Dafür, dass er die Schnauze hält. Deswegen gibt es ja Psychiaterspiele, wie das Federkratzspiel. Also der klassische freudianische Psychiater sitzt ja hinter Ihnen. Sie liegen auf der Couch, er sitzt hinter Ihnen, Sie sehen ihn nicht. Und der kratzt ab und zu mit der Feder auf dem Papier, damit Sie wissen, er ist nicht eingepennt. Aber wir sind ja im postindustriellen Zeitalter und was ich nachher noch mit Ihnen besprechen möchte, ist die phänomenale Chance, die in einer Reklamation liegt. Das heißt, wenn wir kundenfreundlich werden wollen, müssen wir uns auch damit befassen. Und sehen Sie, die Vielredner sind völlig unfähig, mit einer Reklamation umzugehen. Da brauchen wir die großen Schweiger.
Der Kunde muss sich, wenn es sein muss, dreimal auskotzen dürfen. Wobei ich Ihnen noch Tipps geben will, Männer und Frauen sind ein bisschen unterschiedlich gelagert. Das Chinesisch heißt Mann, Frau. Hauptsache, ich weiß es nachher. Sodass wir etwas anders umgehen, wenn es eine Reklamation ist. Aber hier brauchen wir die großen Schweiger. Hier brauchen wir Leute, die zuhören können. Das heißt, auch für Sie gibt es phänomenale Möglichkeiten, wenn Sie begreifen, dass das Ihre Stärke ist. Denn die großen Schweiger sind die wenigen Leute, die zuhören können. Wir Vielredner müssen das in jahrelangen Trainings erst lernen. Die Schweiger können das, weil es sie echt interessiert. Das heißt, egal was Sie glauben, dass Ihre größte Schwäche ist, es kann Ihre größte Stärke sein. Und es ist Ihnen von Leuten eingeredet worden, es sei eine Schwäche und ist vielleicht gar keine, denn es gibt im Vakuum kein positiv oder negativ. Das hat immer zu tun mit Programmen von Leuten, die Sie be- oder verurteilen. Also wenn der ein Anti-Rülps-Programm hat, dann sind Sie ein Arschloch, wenn Sie Rülps sind. Das hat aber mit seinem Programm was zu tun und nicht mit Ihnen. Und wenn Sie umgeben sind von solchen Sachen und Sie haben ein Refluxproblem und Sie müssen wirklich sehr häufig aufstoßen, dann fühlen Sie sich wie der letzte Arsch der Welt, weil Sie nicht wissen, dass das gar nichts mit Ihnen zu tun hat, sondern mit deren Programm. Und wenn die sich alle einig sind, dass Sie unmöglich sind, dann lassen Sie sich das einreden. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Prüfen Sie also Ihre sogenannten schlimmsten Schwächen, weil das möglicherweise wichtige Stärken sind, und fügen Sie den Data zu. Das müssen Sie mit berücksichtigen, ehe Sie Ihre Konsequenzen ziehen. Und die Konsequenzen sind, bin ich in der Lage, beruflich oder privat, möglichst viele meiner wirklichen Stärken auszuleben. Können wir ein bisschen aufmachen nochmal, dass ein bisschen Luft reinkommt? Jetzt fängt es wieder an, so richtig schwül zu werden, Herrin. Wir kriegen bald den Regen von der Decke. Dankeschön, das ist gut. Wenn es Ihnen kalt wird, schreien Sie, aber das erstmal einverstanden, ein bisschen Sauerstoff reinkommt. So, berücksichtigen Sie das. Kann ich in meinem beruflichen Werdegang möglichst viele meiner Stärken einsetzen? Wenn nicht, dann wagen Sie es, sich neu zu definieren. Wagen Sie als Lebensunternehmer, und deswegen haben wir Ihnen den Artikel über Arbeitslosigkeit gegeben, der ist aus dem Alpha-Buch. Sie können sehr, sehr leicht eine qualifizierte Stelle finden, wenn Sie wollen, wenn Sie die Spielregeln da drin anwenden. Und bei einer qualifizierten lohnt es sich auch. Und wenn die Leute sagen, ja, das kostet aber ein bisschen Zeit, dann sage ich Ihnen, die haben Sie ja im Moment, wenn Sie arbeitslos sind. Das heißt, Sie müssen die Arbeitslosigkeit als das Problem sehen, das es zu lösen gilt, damit Sie Ihrem potenziellen Arbeitgeber beweisen, dass Sie in der Lage sind, ein Problem zu lösen. Das ist Ihre jetzige Aufgabe. Sie können aber auch sagen, vielleicht ist das Schicksal ganz gut zu mir gewesen, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, mich selbstständig zu machen. Das wird auch gerade sehr unterstützt, der Trend zur Selbstständigkeit. Zurzeit ist die Zeit günstig dafür. Das heißt, denken Sie erst darüber nach, wo sind meine Stärken? Dann denken Sie darüber nach, kann ich die in dem derzeitigen, wo ich gerade bin, ausbauen? Und wenn Sie systematisch Ihre Stärken ausbauen, dann werden die Schwächen zurückweichen. Wenn ich systematisch interessante Dinge finde, die ich vielen Leuten erzählen kann, dann ist mein zu viel Reden nicht mehr so oft kritisch. Dann an den Situationen habe ich gelernt, es zurückzunehmen, weil ich es ja hier ausgelebt habe. Dann kann ich es im privaten Bereich auch zurücknehmen. Dann ist der Druck ja raus. Wenn Sie das berücksichtigen und wenn Sie in Ihrer Familie alle das machen würden oder wenn Sie in einer Firma sind mit Ihrem Team, wenn Sie Führungskraft sind mit den Leuten, die mit Ihnen zusammenarbeiten, oder leiten Sie sie an, animieren Sie sie, es daheim alleine zu machen und sagen, kommt in 3 Monaten zu mir mit Ihrem Talentportfolio, dann können wir gemeinsam gucken, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, Sie in der Firma anders einzusetzen, falls Sie feststellen würden, Sie möchten gern was anderes machen. Das sind phänomenale Möglichkeiten. Und das ist ein ganz wichtiges Schlüsselwort in der Zukunft. Human Resources, Empowerment. Und da haben die Führungskräfte von gestern ein bisschen Probleme. Die meinen, wenn sie Macht abgeben, wären sie machtlos. Und das Gegenteil ist wahr. Wenn Sie Menschen helfen, selbstständig zu werden, Empowerment. Schauen Sie, wenn mich jemand ablehnt und wenn mich jemand mit Machtmechanismen unterdrückt und mich hilflos macht, fühle ich mich ja abgelehnt. Wenn jemand mich ablehnt, dann muss ich ihn auch ablehnen, damit es nicht so weh tut, dass das Arschloch wieder so antut. Also verlieren Sie in meinen Augen Macht. Wenn Sie mir aber die Möglichkeit geben, mich zu entwickeln und zu entfalten, dann liebe ich Sie natürlich. Sie sind ja die Sonne.
Sie sind der Menschengärtner, der mir als Rose hilft zu wachsen. Also gewinnen Sie Macht, wenn Macht Einfluss ist. Und wir wollen etwas bewirken im Leben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich noch hinaus möchte.